Ja, rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland, die an einer Coronavirus-Infektion erkrankt waren, sind inzwischen wieder genesen. In Österreich und in der Schweiz ist es jeweils gut eine halbe Million. Aber sind die alle inzwischen wirklich gesund? Viele fühlen sich auch Monate nach der Infektion noch schlapp, haben Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, sind kurzatmig. Mindestens 10%, schätzt man, der ehemals Infizierten leiden an einem solchen Post-Covid-Syndrom. Was genau der Auslöser ist für diese Beschwerden, ist noch völlig unklar. In der Berliner Charité sucht man nach Antworten. Ihr Hauptarbeits- und Forschungsthema ist genau mit ihr vor einem Jahr hier angekommen. Dr. Christiana Franke ist Fachärztin für Neurologie und Oberärztin an der Charité in Berlin. Sie leitet die neurologische Post-Covid-Ambulanz. Wir haben viele Patienten, die einen milden Verlauf hatten, über ausgeprägte Symptome weiterhin klagen, also residuell nach der Akutinfektion. Und wir haben auch Patienten, die einen schweren intensivpflichtigen Verlauf hatten, die die gleichen Symptome berichten. Residuell, das bedeutet, es ist etwas übrig geblieben von der Covid-Erkrankung, die oft Monate her ist. Doreen Leutloff-Moak hat es im Mai letzten Jahres erwischt und es ist zwar ein bisschen besser, aber längst nicht wieder gut. Sie berichtet der Ärztin von Luftnot, Muskel- und Gelenkschmerzen, von Denkstörungen. Ihr seien alle Symptome geblieben. Geruch und Geschmack ist auch noch komplett weg. Ich habe manchmal was in der Nase, einen Geruch, der aber zu der Situation nicht passt. Zum Beispiel, ich sitze im Garten und rieche Weichspüler. Und so simple Sachen wie Staubwischen schaffe ich einfach auch körperlich nicht. Ich bin sofort kaputt. Das hat die Schwerstarbeit geleistet. Das ist was, was man ja von einer ganz normalen Grippe gar nicht kennt. Die Mehrzahl von denen, die zu Dr. Franke in die Sprechstunde kommen, sind noch keine 55 Jahre alt. Die Medizin ist intensiv auf der Suche, womit und wann sie am besten helfen kann. Wir würden nach aktuellem Wissensstand es für sinnvoll halten, dass, wenn Symptome nach 12 Wochen immer noch bestehen, dass man dann auch wirklich das abklärt und dann auch weitere diagnostische Maßnahmen einleitet. Der Vorteil: bei allen Diagnosen an der Berliner Charité gibt es Spezialisten für fast alle Bereiche. Besondere Hoffnungen liegen auf der Untersuchung des Nervenwassers, ein aufwendiges Verfahren, das längst nicht alle Labore beherrschen. Mit diesem Verfahren können wir nachweisen, ob der Patient Antikörper im Blut oder im Liquor hat gegen Hirngewebe. Also ob Antikörper, die das eigene Gehirn angreifen, für seine Covid-Beschwerden verantwortlich sind. Was hier grün leuchtet, sind Hirn- und Nervenzellen, die von Antikörpern aus dem Nervenwasser eines Patienten attackiert werden. Wir müssen uns vorstellen, dass genauso im Gehirn des Patienten die Antikörper die Nervenzellen angreifen. Was die beste Behandlung in so einem Fall ist, wird jetzt von Christiana Franke und ihren KollegInnen untersucht. Wir haben einige Patienten, bei denen wir jetzt immunmodulatorische Therapie mit Cortison als Tablettengabe probieren. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Behandlung mit Immunglobulintherapie, die man als Infusion gibt. Plasmapherese, also Blutwäsche, wäre auch eine Möglichkeit. Dann wird die Zeit jetzt zeigen und unsere Erfahrung zeigen in der Behandlung der Patienten, ob die Patienten auch davon profitieren. Große Vorteile haben die Betroffenen auf jeden Fall von der Zusammenarbeit vieler Fachbereiche. Wenn etwa die Neurologin Dr. Franke rein körperliche Ursachen von Schmerzen etwa ausgeschlossen hat, kann womöglich Dr. Pirmoradi Sehuli helfen, die Spezialistin für Psychosomatik. Wir möchten zusätzlich zu dem Angebot, was Sie in der Neurologie haben, sich in der Ambulanz vorzustellen, auch noch aus der psychosomatischen Ebene anbieten, Sie einzubinden in eine Gruppentherapie, wo man auch psychoedukativ noch mal gucken kann, welche anderen Ursachen gibt es. Oder vielleicht werden wir in Bezug auf Corona auch noch neuere Erkenntnisse irgendwann haben, das wissen wir jetzt noch nicht. Psychoedukativ, das heißt Krankheit und Behandlung erklären, die eigene Erkrankung verstehen können. Doch suchen die Medizinerinnen zu vielen Fragen selbst noch nach Antworten. Dass sie das gemeinsam tun, macht schon mal Mut. Ich finde das sehr, sehr gut, weil der Mensch ist ja nun mal ein Ganzes und alles spielt ja da mit rein und alle Fachrichtungen sind ja auch betroffen. Man weiß ja von diesem blöden Virus nichts. Ich weiß nur, dass es mich furchtbar krank gemacht hat und meine Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist, so wie es vorher war. Ich bin ja also noch nicht so alt, aber ich fühle mich so. Auch ihr Fall ist Ansporn. An der Charité entwickeln sie gemeinsam mit Kardiologen, Lungenärzten und vielen anderen einen Plan, welche Diagnostik bei Betroffenen sinnvoll ist und wem welche Therapie nützt.
wirklich einfach ein schönes Gefühl, wenn das dann auch mit Erfolg gekrönt ist, also wenn wir für den Patienten was erreichen können und wenn wir auch wissenschaftlich vorankommen und da wichtige, drängende Fragen beantworten. In ihrer Post-Covid-Sprechstunde haben bisher deutlich mehr Frauen als Männer Hilfe gesucht. Warum das so ist, weiß Dr. Franke noch nicht. Es gibt noch viel zu tun. Ja, gibt noch viele Fragen. Immerhin kommen jetzt immer mehr Daten für die Wissenschaft zusammen aus der ersten Phase der Pandemie.